Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV 10:50 Uhr hier am Freitag. Wir wollen uns auf dem oder vielmehr dem DAX mal hingeben und hier mal ein Stück weit abzuwägen, was denn nun hier in Sachen Gegenbewegung möglich wird. Wir hatten ja gestern den DAX in Anführungszeichen nur einmal beleuchtet und da ging es speziell um die Harmony Pattern oder das Harmony Pattern Gartley 222, welches immer noch hier aktiv scheint. Sie sehen hier im Tagesschartintervall auch hier die im gestrigen Stundenchart skizzierte Bewegungsstruktur, die so ein Gartley-Pattern ja, wahrscheinlich werden lässt. Und das ist eben hier diese Zone. Wichtig ist, dass wir nicht unter das Tief vom 8.7. fallen, hier in dieser Zone ein Reversal einzuleiten. Wie Sie sehen, ist hier grundsätzlich nochmal ein Tief zu erwarten. Zumindest ist das meine Annahme für den DAX. Also mir scheint es so, als wäre der hier noch nicht fertig auf der Südseite. Eine korrektive Erholungsbewegung ist natürlich durchaus denkbar und durchaus auch notwendig nach den letzten oder vorangegangenen Verlusttagen. Aber im Endeffekt ist das alles hier mehr so der Versuch, sich halt zu stabilisieren. Deswegen auch die heutige Headline, weil so recht überzeugend ist das keinesfalls. Insofern gehe ich durchaus noch von neuen Tiefs aus. Wir haben heute Nachmittag einiges an Konjunkturdaten, die hier den DAX befeuern könnten, sowohl positiv als auch negativ. Natürlich kann der DAX auch direkt weiter nach oben ansteigen, aber ich glaube, hier fehlt so ein Stück weit die Luft. Und wir haben heute hier statistisch gesehen mit Blick auf die 52 Wochen, auf die letzten 52 Wochen wohl bemerkt, hier den statistisch schwächsten Tag. Der Wert war auch schon mal unter 40%, keine Frage. Das heißt, nicht jeder Freitag muss schlecht sein. Aber hier im statistischen Universum, im Sinne dessen, was hier so saisonal während der letzten 52 Wochen ablief, war eben hier der Freitag schlecht negativ, genau wie der Dienstag in diesem Kontext. Und insofern mal sehr, sehr interessant zu sehen, wie das denn heute noch ausgehen wird. Wir sind ja aktuell im Gewinn. Relativ konstant in Anführungszeichen. Jetzt muss ich aber eben zeigen, ob sich das nach oben aufbaut oder eben dann doch wieder komplett umkehrt wie gestern. Wir sehen ja auch hier eine negative Tageskerze. Das ist natürlich hier nicht wirklich erfreulich, wobei das hier natürlich die Indikation ist des DAXes, also nicht der Xetra DAX, sondern die Indikation. Aber grundsätzlich, wie gesagt, haben wir hier noch ein Stück weit Spielraum am Markt, die den DAX heute hier entsprechend noch antreiben könnten. Und wie gesagt, statistisch sieht es nach unten aus. Und auch im Sinne dessen, dass wir hier das Harmony Pattern vollenden, dürfte hier durchaus noch was nach unten kommen. Wir werden dazu wahrscheinlich in der nächsten Woche, wenn das denn noch aktiv ist und bleibt, hier gegebenenfalls nochmal eine Analyse fahren oder uns auch wie bei JFD Live Trading TV nochmal wie gestern live an den Chart hängen und hier die Pattern-Auswertung vollziehen, insofern die Harmonie dann eben hier auch weiter bleibt und diese deutet eben nach neuen Tiefs hier auf einen korrektiven Erholungsimpuls hin. Aber ob es so kommt, das werden wir mal sehen. Schauen wir jetzt hier im weiteren mal auf das Stundenchart-Geschehen. Wie gesagt, der Tag ist heute ein Stück weit schwach. Wir sehen auch hier sehr interessanterweise, dass ja die Erholung des gestrigen Abends an den US-Märkten und hier in der Asia-Session wieder sich dann im Laufe des Tages umkehrte, die Verkäufe wieder Einzug hielten und auch heute war es hier relativ mau, bis auf dem Auftakt. Da ging es schön dynamisch nach oben. Jetzt wird die Kerze hier die aktuelle Stunde schon wieder relativ nach unten gedrückt. Also Sie sehen auch hier den negativen Bias. Das sieht so aus, als würden wir hier nach wie vor eben in Richtung der jüngsten Verlaufstiefs laufen wollen, hier vom 12. speziell. Und gegebenenfalls darunter. Das halte ich für durchaus vertretbar, dass der DAX hier weitere Tiefs forciert und hier entsprechend nach unten wegkippt. Und das eben idealerweise auch heute am schwächsten Handelstag der Woche. Grob zur Indikation, wir sehen hier so eine Supportlinie, Bereich 10.980. Trifft sich auch ein Stück weit hier mit den Preisen vom 12.8. Gehen wir direkt mal hier in den Chart. Wir haben natürlich den kleinen Spike vom 12. darunter, aber wir haben hier zumindest eine Price Action Zone, die hier zulässt, dass der Markt entweder, wenn wir jetzt dieses Level antesten, 10.980, 10.985, uns dort stabilisieren und nochmal einen Auftrieb erfahren, oder aber der DAX hier konsequenterweise einen Durchbruch nach unten hinlegt in Richtung 10.800 und tiefer gegebenenfalls. Oder eben sich dann hier an diesem Niveau stabilisiert. Das sollte mal genau beobachtet werden. Auf der Oberseite haben wir auf jeden Fall hier den Widerstand um 10.185, Stauzone hier vom vorbörslichen Handel des 12.8. Das wäre hier korrektiv gesehen dann auf der Oberseite, wenn wir abprallen, eine Widerstandszone, wenngleich hier auch die Hochs von gestern Mittag
So ein Stück weit im Weg stehen, gar keine Frage, aber hier, das wäre dann doch schon im Sinne eines neuen Tageshochs, ein neues, also im Sinne der Überwindung des Vortageshochs, so rum, wäre das hier das nächste Ziel. Da haben wir auch den EMA 100 kommend hier von hier oben, die blaue Linie hier auf Stundenbasis. Insofern wäre da sicherlich das Pulver dann verschossen. Geht es über 11.2 raus, dann könnte es hier nochmal in Richtung 11.350, 11.400 gehen. Wäre aber wie gesagt heute nicht zu präferieren in meinem Sinne, aber aufgrund der News, die wir am Nachmittag hier haben, kann hier noch einiges passieren. Jetzt in Kürze ja auch das Bruttoinlandsprodukt zur Eurozone, zweite Quartal. Da vielleicht auch wieder ein Stück weit Spannung und Bewegung. Das kann natürlich hier den Markt noch kurzfristig in die eine oder andere Richtung ziehen. Aber die generelle Annahme ist und bleibt hier zunächst erstmal eine weitere Schwäche hier in der Vorausschau mit Blick auf die kommenden Stunden, um hier sozusagen negativ aus dem Freitag zu gehen. Warten wir mal ab. Die EU ansonsten, Coqueron 40, FTSE im Plus, also das ist ja alles im Erholungsmodus. SMI, AEX, ATX, die sind alle vorne, Eurostoxx auch. Aber es ist, wie gesagt, nur korrektiv und im Kontext der vorangegangenen Verluste ist dies wirklich in Anführungszeichen eben nur der Versuch bzw. dürftig. Also, wenn wir hier nicht einen klaren Konter von den Bullen sehen und das wäre hier entsprechend eine bullische blaue Kerze, die vielleicht noch kommt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn sie denn kommt, wäre das auf jeden Fall ein schöner Konter. Mal sehen, wie hier die weiteren Gegebenheiten noch ablaufen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer, und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Restvormittag. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall am Nachmittag wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.